Hombre, imagino que el partido lo van a ver. Ich gehe davon aus, dass sich Real das Halbfinale von Kashima angeschaut hat. Das Gefährlichste an den Japanern ist ihre Taktik. Sie sind einfach perfekt. So verteidigen sie. Sie versuchen jegliche Fehler zu vermeiden, um in Konter zu kommen. Sie sind sehr flink und technisch gut genug, um Real vor Probleme zu stellen. Natürlich ist das größte Plus, dass man sie nicht so genau kennt. Aber von der anderen Seite betrachtet, ist es wohl für Kashima schwieriger, gegen Real Madrid zu spielen, weil man schon Angst kriegen kann, eben gegen die besten Spieler der Welt anzutreten. Jeder ist Nationalspieler und hat unzählige Trophäen im Schrank. Am Ende des Tages wirst du Fehler machen, weil du einfach Panik kriegst.